Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Dishonored 2. So kann ich das glaube ich schon nennen. Dieses dämliche Knochenartefakt, ich hasse es. Entschuldigung, aber es ist leider so. Ich mag dieses Knochenartefakt nicht, das ist echt ein bisschen doof. Ich finde es erstens nicht und zweitens finde ich es nicht. Es soll irgendwie da unten sein und dann doch wieder nicht. Hier irgendwo unterhalb. Ich habe das Gefühl, ich muss irgendwo reinkrabbeln. Beim Lift. Hallo? Aber... Was? Nix. Psst, leise. Aber, ja. Ich habe halt das Gefühl, ich muss da irgendwie so reinkrabbeln. Klappt nur irgendwie nicht. Der da unten schläft noch. Ich will es jetzt aber trotzdem probieren. Ich will dieses Kack-Knochen-Artefakt haben. Ich weiß, ich habe gesagt, ich scheiß drauf. Aber ich will das haben. Es muss doch möglich sein, hier durchzukrabbeln. Das will ich jetzt eben probieren. So. Einmal nach unten. So, auf die Hitten. So. Da oben ist eine Luke. So. Luke schön und gut. Da oben ist dann noch eine Luke. So. Jetzt sollte es aber irgendwie möglich sein. Oh, ruck. So. Ha, ich glaube, das war's. Ich habe mich jetzt einfach hoch... hochgegrippt. Passt. Ist es jetzt das für ein Lift? Das darf ich nicht wegnehmen, oder? Ich setze es wieder ein. Das war sie, das für ein Lift. So, aber jetzt müsste es hier irgendwie... Aha, Blut fliegen, okay. Haben wir da... Was ist denn da? Letzte Worte. Lieber Finder, sitzt du in der Falle? Ich kenne deine Situation nur zu gut. Du musst wissen, dies sind meine letzten Worte. Ich habe ein Versteck vor diesen Dingen gefunden, aber wofür? Ich habe weder Essen noch Wasser und nun werde ich schwach. Wenn es eine Gelegenheit zur Flucht gab, habe ich sie verpasst. Selbst das Schreiben dieser Nachricht raubt mir die Kraft. Ich dachte, ich könnte diesen Apparat besiegen. Dieses schreckliche Haus, dieses Ding, das Chindosh gebaut hat. Aber es hat mich besiegt. Wenn ich doch nur etwas Wasser oder ein Stück Brot mitgebracht hätte. Und so sage ich, leb wohl, mein waghalsiger Freund. Vielleicht stirbst du auch hier. Tut mir leid, wenn ich ein Geist werde, helfe ich dir. Wenn nicht, adieu. Stanislaw Shepard. Jongleur, Zauberer, Dieb, Maulheld und obendrein ein Narr. Ja, zu guter Letzt leider, ne? Ey, ich nehme dir das Knochenartefakt weg. Du armer Kerl. Armer Kerl, wirklich. Hurra, wir haben das Knochenartefakt. Ja, das Artefakt. Die. Ah, da sind wir. Lol, da hätte ich auch rauf können, glaube ich. Sie haben einen Brief von der Königin von Morley erhalten. Wie haben Sie das nur geschafft? Seltsam. Ja, sehr seltsam. Ich bin einmal erleichtert. Ich werde mal die Knochenartefakte anglubschen. Das eine, was wir bekommen haben. Vielleicht ist hier irgendetwas gar nicht mal so schlecht. Ich werde auch überlegen, das hier wegzutun. Kurz unsichtbar nach Würgen oder Ermorden eines Gegners. Ich bin mir nicht so sicher. Feuerfeste Leistung, explodiert weniger Schaden. Nahrung stellt mir Gesundheit her. Schlechte Qualität, zittrige Hände, das hat mich schon. Raubvogel, Duellanten, Geschick. Beschworene Doppelgänge besitzen mehr Gesundheit, sehe Verbündete, aha. Klettergeschwindigkeit, geringe Chance, dass Kugelstapel 1 und so. Du erholst dich nach einem Sturz etwas schneller. Wenn du Schaden erleidest, wird stattdessen Teil der Magie, des Manas abgezogen. Du erleidest nach Stürzen weniger Schaden und harte Knochen. Das war's. Das sind alle. Mhm. Dann haben wir das dazu bekommen, ne? Mit dem 10 Verbündeten. Hm.
Ich bin am Überlegen, das hier kurz zu nehmen und später wieder umzurüsten. Man kann das, ich überprüfe das jetzt mal, man kann das jederzeit umrüsten, ne? Da liege ich schon richtig. Freilich kann man das. Das ist echt eine schöne Sache, wirklich. Wirklich eine schöne Sache. Ich nehme jetzt trotzdem das mit. Ich werde, obwohl die Doppelgänger sich nichts bringen, ne? Bei diesen Monstern. Sie kämpfen auch leider nicht, ne? Na nü. So. Hüpf. Ich möchte bitte gern ganz rauf. Ich bin so happy. Gibt es noch mehr Artefakte oder so? Ja, ja. Drüben. Ein schwarzes. 53 Meter. Allerdings wieder eins drunter, ne? Eins unter uns schon wieder. Das heißt im mittleren Bereich einmal. Weh. Echt, da wären wir nie mehr fertig. Jetzt gibt es auch noch ein schwarzes Artefakt auch noch. So. Da herüben. Das habe ich übersehen. Aha. Jo, jetzt ist halt wieder mal die Frage. Aha, warte. Vielleicht da oben. Vielleicht da oben droben. Wäh. Irgendwie dahinter. Ha. 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 Ups, nicht, ja, passt aus. Ja, das ist ja wieder mal nicht so schön, ne? Das heißt, ach, hier, halt, da war was, schau mal, da. Kann ich da echt drauf? Mit Kriechmodus? Ach so, das ist nur, ich habe gedacht, das wäre ein Luft... Schacht, aber ich glaube, das stimmt. Na, das stimmt nicht. Gibt es hier noch so einen Luftschacht? Ich habe so viel geschaffen. Dieses Haus und vieles mehr. Aber es sind wohl die mechanischen Soldaten, die mich berühmt machen werden. Ja, ja. Arschkopf. Dann scheinbar doch von oben. Geht hier vielleicht was? Warte mal. So. Jetzt sind wir hier irgendwo? Wow, ja, super. Fall runter, hast du recht. So. Jetzt sind wir da. Wenn ich da jetzt reinhüpf, kann ich mir echt nur vorstellen, dass es dann eben nach dem Bossraum ist. Dass man da irgendwie rein kann. Och, du Heilige. Na gut, wünscht es mir Glück. Kann davon massig brauchen. Neuer Spielstand anlegen. So. Ach du heiliges Kanonenrohr. Na komm, bitte. Wo dieses dämliche Kabelbinder klumpert gibt. Dieses Werkzeug, dieses elendige. Eine der schönsten Aussichten in ganz Kanaka. Ja, mag schon sein. Aber nirgendwo gibt es dieses Kabelbinder-Werkzeug. Wahrscheinlich unten, wo die Werkstatt war, irgendwie da am Rand. Boah, schön. Okay, muss ich zugeben. Es ist echt schön hier. Fuck, er hat recht. Es ist wirklich schön hier. Aber dass es hier nirgendwo dieses Kabelbinder-Zeug gibt. Das ist ja, also das Kabeldurchschneid-Werkzeug. Dings, ihr wisst schon, was ich meine.
Das ist echt blöd. Banane. Bin aber gar nicht hungrig momentan. Konditionierung. Sokolovs. Bislang konnte ich keine Ferneinstellung für den Elektroschocker finden. Die Eliminierung störender Charakterzüge, beispielsweise der Willenskraft, ist nicht möglich, ohne dabei gleichzeitig Wahrnehmung und Kreativität zu beschädigen. So. Schluck. Die Maschine lässt die Versuchsperson brabbeln wie ein Kind. Und von Sokolov brauche ich genau das Gegenteil. Stimmt, den muss ich auch noch finden. Das ist ein Elektroschocker. Och Gottchen, wo kriege ich den denn bitte her? War das gerade schlau, was ich gemacht habe? Ich glaube nicht, oder? Alles ist verbunden. Alles hat einen Sinn. Ja. Gratuliere. Vielleicht sollte ich einfach das betätigen. Sie verschieben Wände und schnell reingehen. Als wären Sie hier aufgewachsen. Clever. Oder die Maschine ist wach. Das ist gar nicht gut. Was will ich für diesen depperten... Oh, ein Audiograph. So vieles ist in Bewegung und übt einen jeweils... Wiedergabe zeigt kriminelles Profil. Oh mein Gott. Adliges Profil. Löse elektrostatische Ladung aus. Wiedergabe Rückkehrprotokolle. Wechsle zu alternativen Taktiken. Ein reicher Mann im Leben verdient. Es könnte Jahre dauern, selbst eine Lösung zu finden. Aber mit einem fügsamen Sokolov könnte ich den Prozess vielleicht optimieren. Kopf abgedrückt. Die Maschine wird... Kopf ist weg. Etwas Klammern Au! Wiedergabe weist auf eine mutmaßliche Ordnung. Die Maschine stellt eine Unklarheit fest. Alter. Ah, ja, na klar, sterbe ich. Das war nicht gut, ich weiß. Spiel laden. Der Audiograph ist nicht so schlau. Bin ich da richtig? Ich hoffe, dass das der richtige Speichergeschichtelstand ist. Hoffe ich. Sonst habe ich ein Problemchen. Na, da muss jetzt ein bisschen was machen, ne? Scheiße. Welches doofes Fragment habe ich jetzt im Blickfeld? Schwarzes Knochending. Na, passt, das haben wir. Boah, ist das Kacke. Dieses Kabelwerkzeug. Sie haben mein Schlafzimmer gefunden. Wobei ich kaum schlafe. Mein Geist dreht sich immer weiter. Da ist es. Wir haben es gefunden. Gott sei Dank. So, du Gradler. Ungewöhnlich. Maschine schaltet auf Alternativüberbrückung. Gott sei Dank. Wow, wir haben das Kabelklumpert gefunden. Gott sei Dank. Ah, wow, ey, voll vorbeigelaufen. So, Maschine ist jetzt auf unserer Seite. Das ist sehr gut. Da draußen am Balkon war noch was, ne? Und da müssen wir mit dem ganzen Klumpert runterfahren. Eine der schönsten Aussichten in ganz Kanaka. Ja, genau. Bla bla. Das hier nochmal lesen. So, das haben wir schon. Passt. Dann nochmal durchsuchen, ob ich hier wirklich nichts liegen habe lassen. Das kann bis auf den Beutel, ne? So.
Sonst sind keine Münzen hier scheinbar. So, Tablett mit Leckereien. Wand halt mal bestimmt drin, so wollte ich sagen. Drin, drauf, drum herum. So. Malen, ja. Jetzt habe ich mich vor dem Gerät erschreckt. Alter! Komm mit, mein Freund. Ich liebe dieses Kabelbinder-Werkzeug. Ich sag's euch. Na, jetzt kommt er nicht mit. Oh, scheiße. Schleiche ich? Ich hoffe, dass ich schleiche. Pfirsich. Irgendwie da drüben soll das Objekt unsere... Nein, da drüben. Da unten. Ist das, was wir suchen? Okay. Was gibt's hier noch? Brot? Ja, das verzichte ich mal gerade. Auf das verzichte ich gerade, so wollte ich sagen. Sie haben einen mechanischen Soldaten zerstört. Sie werden mir das erklären. Delilah. Delilah Copperspoon. Delilah Copperspoon. Sie ist nicht mit uns verwandt. Dreckswarme Ländige. Die ist nicht mit uns verwandt. Eben. Hätte uns ja auch gewundert, dass Mami nichts gesagt hätte, ne? Von ihr. Brief von Herzog Abele. Kirin, mein treuer Großerfinder. Treuer und teurer, genau. Ihr scharfer Verstand ist unübertroffen. Kein anderer meines inneren Zirkels könnte derartige technische Wunder vollbringen. Ich weiß die hervorragende Leistung ihrer Maschinisten. Was? Nein. Mechanischen. So. Die heißen ja Mechanischen. Ja. In Dunwall zu schätzen. Wie sie Emily Coldwins Getreue in Fetzen gerissen haben. Muhahaha, was für ein Einblick. Und Brianna Ashworth bezeichnet ihre Mithilfe am Orakulum, ja, als unersetzlich. Delilah wird zufrieden sein. Bitte senden Sie einen Boten, sobald Sie alles Nötige von Sokolov erhalten haben. Die Methoden seien ganz Ihnen überlassen, alles ist erlaubt. Wir müssen einen Weg finden, Ihre Mechanischen in größeren Mengen zu produzieren. Ihr Herzog Luca Abele, Dreckschwein. Ramsey und der Kuhmuchler waren nur der Anfang. Ich muss Delilahs andere Verbündete finden. Jindosh, den Herzog, alle. Ja. Ich sollte wieder schleichen. Ich mache jetzt so laute Schritte. Aramis Stilton, Bergwerksbaron. Ja. Da ist die Emily auch gleich sprachlos. So, gibt es hier irgendwelche Maschinchen, die wir zu unseren Nutzen umbauen können? Teile eines Mechanischen. Aha. Gut, nur zum Schmeißen. Mehr nicht. Was haben wir denn hier? Ein leichter Beutel. Ja, was haben wir da? Schmuckkästchen ohne irgendwas drin. Super. Ja. Viel ist hier nicht. So. Schauen. Ja, wo könnte denn dieser Elektroschocker sein? Hoffentlich war der jetzt nicht unten beim Sokolov. Boah, das wäre jetzt aber schlecht. Aber logisch. Ah. Anton Sokolov. Labor? Aber dieses Knochenfragment geht mir... Die Kaiserin ist gestorben. Was? Dürst. Und unser Herzog Luca Abele ist der aufstrebende Stern des Kaiserreichs. Ah, ihr Arzt hat gerade gestorben, als ich Kaiserin sagte. Irritiert Sie das? Na, da war nicht. Alles okay. So. Ah, da sind wir.
Okay, was haben wir denn da? Von Bäckern und Elektroschocks. Aha. Meine Elektroschockmaschine macht es möglich, einen Blick in den menschlichen Geist zu werfen, wenngleich das Subjekt dabei versehrt oder getötet wird. Das hinzugewonnene Wissen ist das Opfer jedoch zweifellos wert. Nachdem ich es an einem Bäcker ausprobiert hatte, konnte ich die Erinnerungen an sein Leben und seine Persönlichkeit löschen, während er sein Wissen über das Brotbacken behielt. Damals fand ich das noch seltsam, doch genau das will ich bei Sokolov wiederholen. Leider ist es mir noch nicht vollständig gelungen. Sokolov ist allerdings auch kein einfältiger Bäcker. Sollte er sich weigern, mir zu helfen, glaube ich kaum, dass die Maschine seinen Willen brechen kann, ohne dabei das Wissen und die Fähigkeiten auszulöschen, auf die es mir ankommt. Trotzdem ist der Gedanke daran, Sokolovs Geist auf den Stand eines schwachsinnigen Kindes zu reduzieren, verlockend. Toll. Was? Ich habe jetzt einen Audiographen vergessen, ne? Zuallererst, Bild, bist du was wert? Nein, kein Porträt. Wow. Lol, der Kabel geht darüber. Drüber. Komme ich da irgendwie dran vorbei? Per Luftschacht oder so? Nicht so wirklich, ne? Das heißt, ich muss wieder rauf. Wahrscheinlich. Das heißt, ich speichere auch gleich mal. Speicher. Ich weiß, es ist langweilig. Entschuldigung. Jo. Scheißen Dreck. So, zuerst irgendwie versuchen, den Strom abzuschalten. Alles hat einen Sinn. Es hängt alles zusammen, wissen Sie. Oder warte. Vielleicht muss ich ja kurz noch hier so. Der Hahn ist an, jawohl. Badezimmer. Der Kerl ist da. Brot essen. Blümchen. Delilah. Komme ich jetzt vorbei? Nö, das ist immer noch gleich, ne? Ja. Gibt es hier ein Fenster, das ich benutzen kann? Nö, aber die Aussicht ist schon wieder schön. Hm. Sie verschieben Wände und Böden, als wären sie hier aufgewachsen. Clever. Oder nur Zufall? Ja, ich weiß es selber nicht. Hm. Aha. Haben wir hier irgendwas? Brianna Ashworth. Aha, das ist sie. Aha, okay. Da, der Audiograph. So vieles ist in Bewegung und übt einen jeweils subtilen Einfluss aus. Mit Delilah, der neuen Kaiserin, werden alle bisherigen Schranken überwunden. Vieles könnte erreicht werden. Meine mechanischen Soldaten haben ihre Rolle gespielt. Aber jeder kostet mehr, als ein reicher Mann im Leben verdient. Es könnte Jahre dauern, selbst eine Lösung zu finden. Mhm. Aber mit einem fügsamen Sokolov könnte ich den Prozess vielleicht optimieren, um neue mechanische zu einem Bruchteil der Kosten herzustellen. Ob ich meinen alten Lehrer mit dem Reiz der Entdeckung verführen oder in die Klammern ansetzen und den Strom einschalten muss, ist mir egal. Sehr freundlich. So, würde ich sagen, wieder speichern, weil da drüben ist so ein mechanischer Kerl. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob das jetzt unser Freund ist oder den wir jetzt schon überredet haben, auf unserer Seite zu kämpfen. Oder ob das jetzt ein Böser ist, ich weiß es gerade nicht. Da uns aber noch nicht angeflogen ist, glaube ich, dass es der Nette ist. Ah, oh, dieses schwarze Knochenfragment, ne? Ich glaube, der ist nett. No, ist er nicht. Aber
Vielleicht kann ich ihn rechtzeitig bearbeiten, für uns zu kämpfen. So, wartet kurz. Ich war mir jetzt gerade echt nicht sicher, weil der überhaupt keine Reaktion gezeigt hat, ne? So. Passt. Schleichmodus aktiviert. Waffe vielleicht mal weg. Vielleicht kriege ich das hin. Na, kriege ich nicht hin. Geht nur... Wie oft klappt so ein Karre-Werkzeug? Eines pro Maschine? Eins pro Maschine? Kampfprotokoll 6. Kann das sein? Wiedergabe für Kampfprotokolle. Aktiviere Kampfmodus. Kampf verloren. Hä? Wo bin ich jetzt hin? Heilen. Wechsle zu alternativen Taktiken. Maschine überhält und muss kurzzeitig herunterfahren. Löse elektrostatische Ladung aus. Zurückdrehen. Alter, das erwischt mir echt. Geht da mal was kaputt? Keine Ahnung. Ich hau einfach irgendwo drauf. Vielleicht fällt da irgendwas auseinander. Keine Ahnung. Vielleicht liegt es daran, dass ich schwach bin. Der geht mir auf die Nerven, der Kerl. Verstecken. Oh, Menno. Haben wir den jetzt auf unsere Seite gebracht? Wow. Cool. Okay. Es bleibt auf sicheren Abstand, ne? Sie sind gut darin, meine Meisterwerke zu zerstören. Die kosten ein Vermögen. Cool. Hin ist er. Und die ist auch tot wahrscheinlich, ne? Na, immer noch bewusstlos. Das ist schön. Ach, sehr gut. Haben wir den auch geschafft. Sokolov liegt hier. Boah. Glück gehabt, dass der nichts passiert ist, ne? So, ich müsste ihn immer noch zum Wagen bringen.
Wo ich immer noch nicht weiß, wie. Labor. Zum Wagen. 17. Achso, die Mitte. Ich bin ja immer im falschen Abteil. Ich bin so dämlich. Stimmt ja. Naja, eigentlich wäre hier oben ja in Sicherheit, der gute Sokolov, ne? So, bitte zur Mitte. Stimmt eigentlich. Ich bin falsch, ich bin zu dämlich. Toll, Zocki, du bist ein Genie. Danke. So. Wir müssen unseren guten Zocki Loffi hier irgendwo mal ablegen. Damit wir da drüben zum Wagen raus können. Also Richtung Wagen. Ich werde Sokolov mal hier hinlegen. Habe ich das Buch gelesen? Sokolovs Genie und das neue Zeitalter. Auszug aus einem Buch, das Sokolovs Maschinen detailliert beschreibt. Noch nie gelesen, ne? Einer der Vorzüge von Sokolovs Entwicklungen, sie verwenden einen magnetischen Flansch für die Tanks mit raffiniertem Walöl, das sie als Treibstoff verwenden. Wenn ein Tank leer ist, kann der nächste mit Leichtigkeit an seiner Stelle eingesetzt werden. Ein Vorgang, der leicht genug ist, dass ihn jeder einfache Arbeiter oder sogar Wachkadett durchführen kann. Das trifft auf die Sicherheitssysteme der Blitzpfeiler und Lichtwände genauso zu wie auf die Wagen, die von denen benutzt werden, die reich gesund. Was? Die reich gesund genug sind. Entschuldigung, die reich genug sind. So. Um sie sich leisten zu können. Der einzige offensichtliche Nachteil von Sokolovs Entwicklungen ist die Unbeständigkeit des Öls selbst. Einige Vorfälle haben sich bereits ereignet, in denen die Tanks explodieren, wodurch Menschen und Material zu Schaden kamen. Jo, Unfälle passieren heute, ne? So, haben wir hier noch irgendwas? Da drüben ist noch ein... Ah, das Bild hatten wir schon. Stimmt, dieses Knochenartefakt macht mich mürbe. Da ist noch was zum Futtern. Kartoffel. Eine Feige und noch eine Kartoffel. So, jetzt bin ich gesund. Sokolov. Ja, zum Wagen bringen. War das jetzt hier lang oder da lang? Da lang, oder? Komm vor, es war da lang. Und wenn ich den hier betätige, kommen dann die Gegner, ne? So war's doch. Das hatten wir schon, ehemalige Kaiserin auf der Flucht. Es besteht kein Zweifel mehr daran, die kürzlich entthronte Kaiserin Emily Coldwin, verantwortlich für die jüngsten furchtbaren Mordserien, ist. Die ehemalige Monarchin befindet sich mit auf der Flucht, was unseren Vermutungen hinsichtlich ihrer Schuld. Ja, das hatten wir schon. Wird jetzt vielleicht einen Eintrag geben, aber das haben wir vorher schon gelesen. Gut. Da muss ich hier wieder speichern, ich Dummnuss. rennt da oben die ganze Zeit rum für nix und wieder nix. Entschuldigung. Ja, wir beenden den Part. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Merke gerade, dass da drüben irgendwo das Artefakt sein müsste. Also wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Aha, okay. Ja. Tschüssi!